Für die Versorgung eines Notfallpatienten mit einem Atem-Kreislauf-Stillstand werden folgende Medizinprodukte eingesetzt: Defibrillator, Larynx-Tubus-Set, Sauerstoffeinheit, Beatmungsbeutel mit Zubehör, Absaugeinheit. Sobald sich die Sanitäter einen ersten Überblick verschafft haben und die Situation als sicher eingestuft wird, gibt ein Sanitäter eine erste Lagemeldung ab und beginnt sofort mit der Kontrolle der Lebensfunktionen, während der zweite Sanitäter die Medizinprodukte vorbereitet. Sind eingetroffen, regelloser Notfallpatient. Der Sanitäter spricht den Patienten laut an. Grüß Gott, Christopher Klammer vom Roten Kreuz, können Sie mich hören? Gleichzeitig schüttelt er den Patienten an der Schulter, danach überstreckt der Sanitäter den Kopf und beurteilt die Atmung und sucht nach Lebenszeichen. Atemkreislaufstillstand, beginne Reanimation. Nach der Diagnose Atemkreislaufstillstand beginnt ein Sanitäter unverzüglich mit der Herzdruckmassage. Ein Sanitäter beginnt mit dem Aufkleben der Defi-Elektroden. Dazu ist eine Unterbrechung der Herzdruckmassage nicht notwendig. Elektrodenkontakt und Patientenanschluss überprüfen. Sobald beide Elektroden geklebt sind, wird die Analyse durchgeführt. Achtung, jetzt darf niemand den Patienten berühren. Zurücktreten. Herzrhythmus wird ausgewertet. Während der Reanimation wird begonnen, den Larynx-Tubus vorzubereiten, um diesen nach der Schockabgabe während der Herzdruckmassage zu platzieren. Schock empfohlen. Vor dem Auslösen des Schocks wird ein Sicherheitscheck durchgeführt. Blinkende Taste drücken. Alle weg. Alle weg. Nach der Schockabgabe beginnt der Sanitäter mit der Anwendung des Larynx-Tubus. Wenn eine Unterbrechung der Herzdruckmassage notwendig ist, soll diese so kurz wie möglich gehalten werden. Der Kaff wird mit der beiliegenden Spritze nach Farbkodierung aufgeblasen. Während des Kaffens darf der Larynx-Tubus vom Sanitäter nicht gehalten werden. Fertig. Luft drinnen. Nachdem die richtige Lage kontrolliert wurde und eine Beatmung möglich war, muss der Tubus fixiert werden. Die 30 Herzdruckmassagen und 2 Beatmungen werden abwechselnd bis zur nächsten Analyse durch den Defibrillator durchgeführt. Luft drinnen. Luft drinnen. Damit die Qualität der Herzdruckmassage aufrechterhalten werden kann, sollen sich die Sanitäter alle 2 Minuten abwechseln. Dies geschieht am besten während der Analysephase des Defis. Achtung, jetzt darf niemand den Patienten berühren. Zurücktreten. Herzrhythmus wird ausgewertet. Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen.